Ich merke dann auch schon, also ich muss da wirklich jetzt die, wenn Fragen sind zu irgendwelchen Begriffen oder sowas, dann fragt einfach, dass hier vielleicht auch eher so ein Gespräch entsteht. Ich bin jetzt nicht der große Vorredenhalter. Deswegen. So, Linkszene das lame alte Internet und Rechtszene das geile neue Internet. Zwischen den zwei Bildern oder zwischen den zwei Timecovern liegen fast genau 10 Jahre. Das eine ist, glaube ich, vom August 2006 und das andere, das eine ist vom August 2016, das andere, das war Dezember 2006. Und damals waren wir alle noch so ein bisschen utopischer drauf in diesem Internet und da ging so alle, ja, wir revolutionieren jetzt alles und das, die Demokratisierung der Medien und alles wird super toll. Und irgendwie 10 Jahre später haben die Trolle so die Macht übernommen und alle reden nur noch von Hate Speech und Peter Frog und die Alt-Right und Donald Trump ist irgendwie, hat in den Medien, also das ist ja eigentlich unglaublich und irgendwie bei uns gibt es die AfD und ich behaupte, dass zum Beispiel auch die AfD, um da gleich mal richtig einzusteigen, dass zumindest ein Teil des Erfolgs der AfD ein memetischer Effekt ist. Die AfD hat sich natürlich jetzt nicht irgendwie im Internet gegründet, das ist ja natürlich erstmal eine Abspaltung von der FDP gewesen. Allerdings dieses Zusammenwirken mit diesen Montagsdemonstrationen und mit Pegida, das hat diese Partei dann groß gemacht und diese Montagsdemonstrationen und diese Treffen dann, die haben sich auf Facebook in irgendwelchen Gruppen getroffen und haben gemerkt, so hey, wir sind ja nicht nur irgendwie 20 rechte Freaks irgendwie in Leipzig, so. Wir sind richtig viele und wir können was bewegen und das ist ein memetischer Effekt und den nutzt die AfD auch ganz klar aus. Also die Beatrix von Storch hat, glaube ich, in irgendeiner Mail hat sie das gesagt, dass sie in den Medien möglichst kontrovers auftreten müssen, einfach um diesen Effekt auszunutzen. Und für diese Kontroversen gibt es ganz konkrete Gründe und da habe ich auch ein paar Sachen dazu. Was hat das jetzt mit den zwei Covern zu tun? Das ist einfach diese Culture of Hate, habe ich jetzt gerade im Grunde geschrieben. Diese Culture of Hate, das umschließt einfach diese ganze Alt-Right, was ich gerade eben erwähnt hatte. Und früher war das alles noch ein bisschen utopischer, fluffiger. Das lame alte Internet, das war, ich bezeichne es auch bei mir so ein bisschen als das Archivnetz. Das war noch nicht so fluide wie heute. Also es gab Google, das hat alle möglichen Seiten indexiert, das war sehr linkfokussiert. Ja, das lame alte Internet gibt es immer noch. Allerdings das neue geile Internet überzieht es quasi wie eine Sphäre aus Kommunikation und raubt im Grunde die ganze Aufmerksamkeit. Weil Konversation, Gespräche zwischen den Leuten ist natürlich auch erstmal interessanter als Archive. Und das sind so die Elemente, also klassischer Journalismus, Blogs und Google, das ist alles indexiert und das neue geile Internet, das ist Konversation auf Facebook und auf Twitter und dazu Clickbait, das diese Konversation quasi die ganze Zeit befeuert. Es gab einen schönen Spruch von der ehemaligen BuzzFeed-Deutschland-Chefin, ich weiß gar nicht, auf welcher Tagung sie es gesagt hatte, aber sie hatte dann ihren Job erklärt und hatte gesagt, wir hören genau zu, über was das Internet redet und geben es quasi weiter. Also BuzzFeed macht so ein bisschen, hält dieser Konversation so ein bisschen den Spiegel vor und reflektiert das Ganze. Da steht natürlich auch eine Echo-Chamber und das Ganze wird einfach verstärkt. Was ist passiert? Also zwischen das alte geile Internet und das neue geile Internet, das ist ganz einfach, es sind einfach massenweise neue User gekommen. Es gibt 1,5 Milliarden User auf Facebook. Es gibt insgesamt jetzt 3,5 Milliarden Internet-User. Man sieht irgendwie so, hier hat angefangen sich das zu verändern, da waren es noch 2 Milliarden, jetzt haben wir schon wieder fast das Doppelte und so kuschelig war es irgendwann hier. Ja, also das ist so eine Verschlechterung des Internets mit jeder Milliarde oder so.
die Computer-Nutzer haben dann eine andere Meinung. Ja, das, ja. Die sind ja dann ganz oldschool. Und was auch wichtig ist, meines Erachtens, ist, wir haben jetzt 4,5 Milliarden Smartphones. Das sind mehr Smartphones im Grunde als Internet-User, als das Mobile Web. Also meines Erachtens sind einen ganz großen Anteil an dieser Entwicklung ganz einfach. Naja, weil die Nutzung ist ein bisschen oberflächlich. Also wenn ich am Screen sitze, wirklich am Desktop, dann bin ich meistens auch ein Screenworker und arbeite mit diesen Inhalten. Auch im Mobile Phone scroll ich das mal so kurz weg und klicke mal was auf Like und es ist dann auch vielleicht sehr viel Affekt gesteuert. Ja. Mit das neue geile Internet meine ich ganz konkret die Wirkmenge aus Clickbait, also sowas wie BuzzFeed, man muss dann jetzt auch der Fernseher, muss man sagen, das gilt auch noch für Z. der Job, den die machen, der ist sehr viel besser, als er oft dargestellt wird. Also auch von mir oder von Fefo oder keine Ahnung. Also da gibt es sehr viel krasse Clickbait-Verbreiter, also nur der Fernseher. Aber trotzdem ist BuzzFeed natürlich auch ein schönes Beispiel, oder? Also jedenfalls die Wirkungen aus Clickbait, Social Media und Stärkenmechanismen, also der Like-Button, der Retweet, wo du wirklich mit einem Klick irgendwas bestätigen oder liken kannst. Man muss sich nicht mehr die Mühe machen, irgendwie einen Kommentar zu schreiben. Outrage-Memetik, das erkläre ich gleich, in Aufmerksamkeitsökonomie. Aufmerksamkeitsökonomie, das erklärt sich so ein bisschen von selbst. Also das, jeder, der im Netz unterwegs ist, der ist dieser Aufmerksamkeitsökonomie unterlegen. Und im Grunde kämpfen wir alle um Aufmerksamkeit. Jeder will wahrgenommen werden, das ist ein ganz normaler Menschenreflex. Und ja, im Grunde sind wir alle. Und das funktioniert durch Masse, plus Social Media, plus Mobile. Felix Schwenzel, weiß nicht, wie viele von euch den kennen, das ist ein Blogger aus sehr alten Tagen. Der hat vor 6 Jahren einen Vortrag gehalten und da hat er gemeint, das Internet ist scheiße, weil die Welt scheiße ist. Das stimmt, natürlich. Also, es wird keiner zum Arsch haben, weil er ins Internet geht. Das ist ein absurder Gedanke. Ne? Aber, und das ist jetzt einfach dieser memetische Effekt. Das Internet ist deshalb so speziell scheiße, weil sich diese Scheiße eben durch Vernetzung potenziert. Ja? Und dieses Scheiß-Internet, das ist einfach die Meetspace, also die Meetspace für die Offliner hier. Meetspace ist die Realität hier jetzt. Ja? Rosenwelt. Ja, genau. Das ist die Scheiße der Rosenwelt. Mal netzpsychologischer Verstärkungsfaktor, Hochviralfähigkeit. Das ist eine Formel, die habe ich mir halt echt aus der Nase gezogen. Also, vielleicht kann man das wirklich so formalisieren, dass man das echt empirisch belegen kann, diese Mimetik, die dahinter steckt, zwischen dieser ganzen Aufregung in den Kommentaren und diesem ganzen Kram. Die Formel ist es sicher nicht, aber sie sieht lustig aus. Der netzpsychologische Verstärkungsfaktor, also es gibt einfach bestimmte Themen und Formen, mit denen geht man eher oder zieht man eher Aufmerksamkeit im Netz als mit anderen Themen. Ja. Verstärkende Beispiele sind zum Beispiel Politik, Gossip und Katzen natürlich. Also je nachdem, wie man diese politischen Themen oder Gossip, wie man das aufzieht, hat man immer Aufmerksamkeit sicher, mit Katzen sowieso. Schwächende Beispiele, und das ist eine ganz harte Nuss für mich, weil das sind eigentlich auch so meine Themen, das ist so Musik, Kunst, Wissenschaft. Ich kann nur raten, woran das liegt bei Musik und Kunst wahrscheinlich, weil Geschmäcker wirklich zu individuell sind, um in die Masse zu aktivieren. Und Wissenschaft wahrscheinlich, weil es recht oft trockene Informationen sind, die man einfach nicht emotional aufladen kann. Und die Form natürlich, also was immer geht, das sind irgendwie so Jokes als einzelnes Bild irgendwie, was zum Beispiel irgendwie für mich auf Facebook oder auf Twitter gehört oder sowas, das passiert auch ganz oft noch in Blogs. Das ist dann, ja, das ist ein Bild einfach nur und das ist halt irgendwie lustig und das zieht immer, weil es einfach so schnell zu rezipieren ist.
Was auch immer geht, das sind Screenshots, und damit meine ich ganz bestimmte Screenshots, und das ist von irgendwelchen dummen Äußerungen auf Twitter oder auf Facebook. Das kennt man, keine Ahnung, der besorgte Bürger hat wieder irgendwas ganz Dummes in einer ganz schrecklichen Rechtschreibung gesagt und sowas. Und das geht dann irgendwie steil und sowas. Das ist für mich auch ein Teil von Gossip. Was auch immer gut geht, sind Videos, so ganz banale Erklärvideos, wie zum Beispiel Vox.com macht. Schlechte Beispiele, soll ich hier anwesend, das ist Text. Wobei, es kommt da wirklich sehr auf das Thema drauf an. Also ich habe vor einem Jahr habe ich einen echt arschlangen Text veröffentlicht über dieses ganze Thema. Also, da ging es darum, wie Hate Speech das Internet verändert und wie das Internet Hate Speech verändert. Und das hat damals wirklich einen Nerv getroffen, der war 15.000 Worte lang. Und dann wurde ich einmal so quer durch das komplette Internet beleidigt und habe auch sehr viele Diskussionen angestoßen. Also es geht schon, der war allerdings auch, muss ich sagen, der war recht popkulturell angereichert. Also er hat viele Star Wars Zitate und sehr illustriert und keine Ahnung was. Also ja, leicht zu rezipieren, das war jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung. Viralfähigkeit, das ist eine der Grafiken aus diesem Text. Es gibt ganz konkrete psychologische Faktoren, die etwas viral gehen lassen. Und das ist eben die Kuh von dem Ganzen. Der größte Faktor ist tatsächlich Wut. Ja? Wenn uns irgendwas wütend macht, dann führt das am ehesten dazu, dass wir, Like hört sich jetzt komisch an, deswegen haben sie ja auch diese Icons verändert, na, dass wir am ehesten einen Retweet machen, dass wir am ehesten auf Like klicken, dass wir darauf reagieren. Erst danach folgen im Grunde Awe, also irgendwas, das heißt Ehrfurcht, also irgendwas, das wirklich begeistert oder beeindruckt. Und tatsächlich Practical Wall hier, also DIY-Artikel, keine Ahnung, irgendwelche Tools oder irgendwas. Aber was für uns wichtig ist, der größte Faktor ist Anger. Und ja, das ist ein Problem. Die Grafik basiert auf einem Vortrag von Friedemann Karik auf der Republika 2016. Ich fand die Grafik ein bisschen falsch, er hatte da statt Meinungsmenge hatte er Kontroverse stehen und macht ja nicht so richtig Sinn im Grunde. Aber das ist so das Abbild der Realität. Also im Grunde, egal welche Aussage du nimmst, das ist so ungefähr die Verteilung der Meinungen. Also es gibt nur ganz wenige Leute, die jetzt Jet Black ist besser als Black, die da meinen würden, sowas, das geht gar nicht, das ist voll Hitler. Und es gibt auch nur ganz wenige Leute, die sagen würden, so, das ist das Einzige, was stimmt. Die meisten Leute würden sagen, keine Ahnung. Ja. Und im Internet passiert jetzt durch diese Outrage-Mimetik, durch diesen Viral-Faktor, passiert im Grunde jetzt eine Invertierung. Das ist das, was das Internet abbildet. Ja. Das heißt, wir sehen ganz viel von dieser Meinung, irgendwie so, guck mal, der hat gesagt, irgendwie, das iPhone 7 in Jetpack, das ist Hitler, das geht doch gar nicht. Und dann haben wir irgendwelche Screenshots gemacht, so wie dumm. Und da landet dann auch der Facebook-Kommentar, landet auch auf Twitter durch den Screenshot und es liegt überall. Das heißt, auch die Filterbubbles funktionieren nicht mehr so richtig. Und das ist dann auch diese Realitätsverzerrung, die im Internet stattfindet. Und da kann man jetzt drüber lachen und iPhone 7 und sowas, das hat natürlich auch politische Auswirkungen, wie ich vorhin schon versucht habe, da zu klären. Das ist einer dieser Screenshots, die ich meinte, das ist so typischer Viral-Content von 2016. Das ist einfach ein Screenshot von irgendeiner äußerst dummen Aussage. Also, man weiß nicht, ob das die Person jetzt wirklich ernst meint, man hofft, dass es solche Leute nicht wirklich gibt, aber man weiß es halt auch nicht. Also das Ding ist, solche Äußerungen, das ist ja wirklich, also ich weiß nicht, wie viele Leute da draußen wohnen, die jetzt wirklich meinen, die Monde seien künstlich und dann sind auch noch Geheimdienste stationiert, keine Ahnung. Aber das ist ja nur ein Bruchteil der Bevölkerung. Das ist halt einfach diese Verzerrung, die ich vorhin gemeint habe. Also sowas wird viel stärker im Netz abgebildet, als die ganzen Leute, die halt, naja, der Mond. Ne? Und
ich habe dann auch vorhin, als ich die Slides vorbereitet habe, habe ich einfach mal schnell gegoogelt nach The Internet Reacts. Da sind wir auch so ein bisschen bei beim Clickbait-Thema, so nicht. The Internet Reacts, das ist so ein ganz, ganz typischer Internet-Content, der so auf irgendwelchen Webseiten gerne gefeatured wird. Also es passiert irgendwas, keine Ahnung, Hillary taumelt mal kurz, und dann die Internet Reacts. Und dann kommen so die extremsten Äußerungen werden als Features einfach gesammelt, und dann sieht man hier 14 Millionen Hits schon. Ich müsste mal vielleicht auch mal eine Relation setzen zu anderen Inhalten, was ich jetzt nicht getan habe, aber das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Das ist zu viel, denke ich. Das bringt uns zum nächsten Thema. Das ist das Paradoxon nach Jerry Bentham von 1791. Was jetzt eben passiert durch diese ganzen Screenshots und durch diese Realitätsverzerrung? Wir landen oder wir bauen uns unser eigenes Paradoxon. Das ist quasi das Panoptikon der sozialen Medien. Dieser Ring, das ist Social Media. Ich habe das jetzt mal hier so in Twitter-Blau und Facebook-Blau versucht irgendwie anzuzeichnen. Ja. Die Größe der einzelnen, also die Kreise auch so, das sind alle wir. Und die Größe der Kreise, das soll so ein bisschen die Followerzahl abbilden oder visualisieren. Die ist natürlich auch relativ wichtig, weil sowas entwickelt ja auch dann soziale Kapitation. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinen 12.000 Followern irgendwas tweete zu irgendwas, was in dieser Welt passiert oder zu irgendwas, ich habe ja, also dieser Ring, der guckt auch auf sich selbst, kommen wir gleich in den nächsten Slide noch dazu. Man entfaltet es natürlich mehr Wirkung, als wenn es jetzt irgendwie jemand mit 10 Followern macht. Das ist einfach Reichweite. Ja, und wir gucken natürlich jetzt nicht nur auf das, was in der Welt passiert, wir sind natürlich auch Teil dieser Welt. Das heißt, wir beobachten uns die ganze Zeit auf den sozialen Medien selbst. Wir sehen per Screenshots, was diese ganzen Irren machen. Überwachen uns so tatsächlich ein bisschen gegenseitig. Und was dann passiert, jetzt verstößt irgendjemand gegen den moralischen Kodex. Ja? Sagt irgendwas drüber. Vielleicht auch tatsächlich irgendwas, was geahndet werden muss. Ja? Dann richtet sich erstmal noch nicht die komplette Aufmerksamkeit, aber zumindest von einigen Leuten richtet sich auf diesen einen Fall. Und das wird dann, geht dann viral über diese Mechanismen, die ich gerade beschrieben habe. Und das sieht dann so aus. Und was ich jetzt hier so nehme, das ist die emotionale Ansteckung. Das ist im Grunde die wissenschaftliche akzeptierte Form der Mimetik. Emotionale Ansteckung funktioniert auch durch Nachahmung. Also wenn ich wirklich merke, meine Mitmenschen, die sind jetzt irgendwie ganz aufgeregt oder so, dann schaue ich erstmal, warum sind die das, und mache das einfach auch erstmal nach. Und im Internet ist es eben sehr viel einfacher, und die Auswirkungen sind im Grunde, ich habe jetzt glaube ich kein Slide mehr, im Grunde müsste man das ganze Teil dann noch rot machen, dann hätte man im Grunde ein Abbild, wenn irgendwas so richtig mimetisch geht. Da kommen wir dann zur Disseminierung von Fehlverhalten durch Outrage News. Die sogenannte Call-Out Culture, das ist auch ein großes Ding auf Twitter. Finden manche Leute ziemlich gut, ich bin da eher geteilter Meinung, weil es eben diese Call-Out Culture virale Effekte erzeugt. Das erinnert mich dann auch sehr an Clockwork Orange, um es jetzt so ein bisschen sehr düster zu zeichnen. Ja. Ich glaube allerdings, ehrlich gesagt, dass alles gut wird, tatsächlich. Douglas Adams hat den Babelfisch geschrieben, das ist dieses Fisch, der sitzt im Ohr und übersetzt alles, und dadurch, dass die ganzen Sprachbarrieren gefallen sind, ähnlich wie im sozialen Web, die Sichtbarkeit wurde brutal erhöht durch diesen Babelfisch und hat eben alle möglichen Kriege ausgelöst. Ich glaube, das wird uns verschont bleiben. Hoffe ich. Alles wird gut. Weil erstens
wir Menschen sind unheimlich anpassungsfähig. Das ist wahrscheinlich die hervorstechendste Eigenschaft von uns. Und wir werden wahrscheinlich auch mit dieser Sichtbarkeit, dass wir eben jetzt durch die sozialen Netze wirklich alle möglichen Idioten einfach sehen können, auch in den Äußerungen, was eben auf der Straße nicht der Fall ist, werden irgendwann einfach uns daran gewöhnt haben und dann zurechtkommen auf der anderen Seite. In dem Sinne, zweitens, Ignorance is Bliss, einfach mal weghören, sozusagen. Könnte auch sein, dass sich auch sozialen Medien irgendwann so eine Kneipenphilosophie durchsetzt, die nicht überall gibt, aber oft. Das ist No Religion, No Politics. Das wird wahrscheinlich nicht kommen. Was wahrscheinlich kommen wird, tatsächlich, sind Reputationssysteme. Gibt es andeutungsweise jetzt schon. Twitter, ich weiß gar nicht, ob sie das schon eingeführt haben, das ist ein Qualitätsfilter für Tweets. Dass ich jetzt einfach nicht mehr jedes Gestammel von jedem lesen muss. Was im Grunde sowas wie Reputation System ist. Und worauf ich persönlich sehr viel Hoffnung setze, ist tatsächlich, ich nenne das flüchtige Web, das ist wie bei Snapchat, dass irgendwie die Stories nach 24 Stunden gelöscht werden. Und dass es deswegen einfach keine Archive mehr gibt, dass niemand mehr weiß, was ich jetzt gestern für einen Blödsinn erzählt habe. Und ich glaube, das könnte eine große Hilfe sein. Ja. So viel dazu. Fragen? Ja, Mikro hier. Also direkt mal eine Frage zur, was? Zur letzten Folie. Und zwar dieser Reputationsfilter, weißt du, wie der ungefähr aussehen könnte? Also ich könnte es ja auch das Problem verstärken, wenn man dann diese Echo Chamber halt noch wieder ein bisschen größer macht, indem man nur Sachen bekommt, die halt auf große Zustimmung treffen oder große viel geteilt werden oder so. Ja, also dass die Filterbubbles quasi nochmal undurchlässiger werden, meinst du? Es ist sicher ein Problem. Allerdings, diese ganze Aufregung, die wir glaube ich derzeit im Netz haben, die entsteht vor allem dadurch, dass wir sehr viele Reibeflächen jetzt installiert haben, technisch. Einfach habe ich aber so klarzulegen, du siehst von allen möglichen Leuten, also da treffen wirklich irgendwie Achtklässler, die Entertainment im Netz wollen, die irgendwie Kick-Ass wollen, keine Ahnung, treffen dann auf irgendwelche feministischen Akademikerinnen, die wahrscheinlich vielleicht auch dasselbe Thema nochmal ganz anders behandeln und die treffen im Internet auch nochmal zusammen. Und solche Filter könnten das wieder trennen. Deswegen, ich glaube, die Vorteile überwiegen dann die Nachteile. Aber es ist definitiv ein Problem. Weitere Fragen? Ich kann dieses einfach durchgeben. Reisen und der Welt in der Mitte und dann irgendwie der Aufmerksamkeit auf einen Punkt, ist das überhaupt an? Ja, das macht an. Bräuchte aber glaube ich gar nicht, oder? Ganz interessant, aber ich frage mich, irgendwie zu plakativen Darstellungen bestimmt spannend, aber ich glaube, die Verzerrung, die auch irgendwie quasi auch in der Darstellung der Planeten durch die Gravitation dargestellt wird, wäre vielleicht auch wichtig zu zeigen. Das heißt genau, dass es dadurch irgendwie aber auch einfach eine Informationsverzerrung gibt. Das ist halt einfach kein Kreis. Das ist halt irgendwie eine verzerrte Masse. Ja, das ist, also im Grunde müsste man die Grafik müsste man noch zusammenbringen mit dem hier. Ja, genau. Das ist halt fast so eine Ellipse oder whatever irgendwie Amöbengebilde gibt. Amöbengebilde, genau, die Netzanalyse. Wie würdest du dann so Phänomene bewerten wie diese ganzen Hashtag Pray for
was dann auch immer gerade aktuell ist. Also ist das dann auch wieder nur die Extreme melden sich oder alle gucken nur auf einen Punkt und machen dann eigentlich gar nichts mehr, außer ihre Profilbilder ändern, wo früher entweder dann auch nichts passiert wäre oder alle wenigstens, weiß ich nicht, gelblich werden hätten, auf die Straße gegangen wäre. Also wo passt so dieses Phänomen in deine Analyse? Also, du meinst jetzt im Grunde sowas wie wenn ein Katastrophenfall in irgendeiner Form einsteigt? Also dieses weltweite, wir haben Mitleid und alle ändern ihre Profilbilder und alle kriegen plötzlich für Städte, Orte, aber halt nicht für Orte, wo das halt täglich zum Beispiel passiert. Ja, okay, verstehe. Das ist auch erstmal eine Äußerung im Grunde von Betroffenheit, ist also auch erstmal ein psychologischer Faktor. Dass, im Grunde synchronisiert sich dieses Pferd, dieser Kreis. Synchronisiert sich und alle werden sich irgendwie gemeinsam gewahr, so wir nehmen das alle wahr und wir sind alle total erschüttert und wir äußern das jetzt in irgendeiner Form. Das ist auch völlig legitim im Grunde. Ich wollte eigentlich noch einen Prince-Slide wollte ich basteln und wollte genau darauf eingehen, natürlich dann Lina und so. Es geht ja dann in so eine ähnliche Richtung. Das ist einerseits legitim, aber du sprichst natürlich das Problem an, dass bei manchen Orten oder bei manchen Ereignissen reicht es nicht zur Viralität. Ja? Das ist ein Problem. Keine Ahnung, wie man das aufbrechen könnte. Vieles von dem, was du geschildert hast, trifft ja aber auch auf zum Beispiel Printmedien zu oder generell Medien, also die Nachrichtenfaktoren, was dazu führt, dass man eben, weiß ich nicht, vielleicht der Kulturteil am wenigsten gelesen wird und andere Ressorts haben eben die Aufmerksamkeit. Also ich glaube, einiges gibt es schon ganz lange und es wird im Netz verstärkt, aber ja, ist jetzt nicht nur netztypisch. Ja, ich behaupte dann allerdings, dass diese Verstärkung, dass das das eigentliche Thema des Abends quasi ist. Also die Phänomene gibt es, aber die Häufigkeit einfach, die Masse, die wird jetzt einfach durch das Internet zum Problem, deswegen müssen wir drüber reden. Ich spreche auch. Du hast ja so einen ganz positiven Ausblick da, also William Lapsch und so weiter. Ich zwinge mich dazu. Ja, ich so ein bisschen auffällig finde, ist, dass es Organisationen gibt oder auch Personen gibt, denen, wenn die Opfer von so einer engen Mimetik quasi werden, oder, dass es denen manchen schadet. Und aber es gibt aber Organisationen oder auch Einzelpersonen, denen es schadet es überhaupt nicht. Also das betrifft halt dann, ja, in erster Linie auch rechte Parteien beispielsweise, die ja mit jedem Skandal, den sie produzieren, rechte Parteien profitieren. Wir holen das in Deutschland so ein bisschen nach, das gibt es ja in Frankreich oder so, gibt es ja schon ganz lange, dass diese Aufmerksamkeit sich da quasi, also es scheint ja irgendwie so ein Bias zu geben, also es, oder so eine, ja, Bias. Das ist diese, soll ich vielleicht sagen. Ja, aber wir hatten es gerade draußen, ich habe das jetzt nicht eingebaut in den Vortrag, aber rechte Parteien haben, reden sich ja generell mehr auf, ja. Also Konservative sind ja auch, wenn man sich die Unterschiede zwischen Konservativen und progressiven Leuten anguckt, konservative Leute sind eher angstgesteuert, das soll gar nicht irgendwie respektierlich oder sowas, das sind auch eher subtile Effekte. Das heißt, die reagieren sehr viel stärker, einfach von naturell her. Und deswegen ist es tendenziell durchaus so, dass rechte Parteien eher von Aufregung, von Outreaching Medien profitieren als linke Parteien. Nur den Effekt sehen wir. Und wir werden ja dann auch sehen, also momentan ist die Türkei ja fast schon also das Labor dafür, wie dann politisch, also wenn sich politisch dann was ändert, auch im Zugriff aufs Internet, also eine Veränderung des Internets, klar kann man sagen, früher haben wir ja immer gesagt, nee, das kann man nicht kontrollieren und es geht auch immer raus, aber also die Masse der Nutzer nimmt ja ab. Also wenn das Internet, also wenn kritische Inhalte im Internet nicht mehr so leicht konsumierbar sind und so weiter, das hat ja für den Durchschnittsnutzer durchschlagende Konsequenzen, ja. Und dadurch gibt es dann so eine, also
dein letzter Slide ist nur dann gültig, wenn die politischen Verhältnisse stabil bleiben. Kann man das so sagen? Wäre jetzt meine These. Dass es halt dann gut ausgeht und so. Hoffentlich mal. Kann sein, muss ich schon. Darauf anschließend würde ich nochmal sagen, die Disziplinierungsmechanismen, die du angesprochen hast, von Call-Out-Culture, also das heißt, dieser Mechanismus ist ein Call-Out-Culture auf eine Disziplinierung. Ist es genau das, was wir momentan sehen, so bei Trump, genau diese Disziplinierung, die stattfindet. Also dass sie halt genau bei den rechten Parteien eben zum Gegenteil führt. Ja? Ständig gibt es Skandal darüber, was Trump heute wieder gesagt hat, dass dieses schöne Cartoon irgendwie, wo der Cartoonist selber irgendwie gerade an der Zeichnung des neuesten Trump-Cartoons sitzt und dann kommt die Redakteurin rein und sagt, stop that, it just happened. Yeah. Und Trump durchbricht jegliche Form von Erwartungsmauer an Dingen, die man sagen kann. Es genau das Englischen, gibt im Englischen diesen schönen Begriff des Overton Window, das ist sozusagen das Fenster dessen, was gesagt werden kann, ohne dass man einen Shitstorm auslöst, ja, sozusagen innerhalb der Politik. Und dieses Overton-Window wird halt von Trump jedes Mal immer weiter verschoben. Ne? Also immer weiter nach rechts verschoben und immer weiter ausgewendet. Das heißt also, die Aufregung, die sich, was du da geschildert hast, das nutzt sich ab und weitet sich aus. Das heißt also, mit anderen Worten, Frederik total zustimmen. Es gibt ein Bias. Es gibt Leute, die lassen sich disziplinieren. Also jeder sozusagen, der so Anstand hat, der irgendwie glaubt, irgendwie, dass ein friedliches Zusammenleben eine gute Sache ist oder so. Ja, die lassen sich disziplinieren durch Call-Out und so weiter und so fort. Es gibt aber auch eine ganze Menge Leute, die sich nicht disziplinieren lassen, sondern die halt dadurch nur noch mehr dieses Overton-Window verschieben einerseits und andererseits dadurch auch noch Medienöffentlichkeitswirksamkeit generieren, ja, wie Trump oder die AfD oder so. Ich glaube, Linus hat das mal gesagt, er hat das schon auf den Punkt gebracht, manche die von Storch wäre die beste deutsche Trollin. Ja? Sie ist die effektivste deutsche Trollin im Internet. Ja, Erika Scheinbach. Ja, Erika Scheinbach ist nah dran, aber die von Storch ist, glaube ich, noch für. Ja, ich glaube, die von Storch, also lieber die Scheinbach. Wenn man da irgendwie. Da hinten sind noch Fragen, einfach das Mikro durchgeben. Verletzen mit dem Kabel. Schrei doch einfach. Ja, mit dem Mikro ist besser. Tut mir leid. Also, es geht mir in die gleiche Richtung, irgendwie, was ich gerade meinte. Bleibt man das? Und zwar, wenn mir Dinge auffallen, also gerade jetzt, gerade Frauen haben da viele Probleme, so auf Twitter, sozialen Medien allgemein, viel mit Anfeindungen zu tun. Ich habe immer noch nicht eine gute Lösung gefunden für mich oder was ich weiterempfehlen kann, wie damit umzugehen ist. Und es geht so ungefähr in die gleiche Richtung. Ich kann mich immer nicht entscheiden, ignoriere ich das jetzt weg, so Trolle, don't feed the trolls, lass es sein. Oder einfach wirklich irgendwie eine, ich weiß nicht, so auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so hallo, ich will das hier so nicht. So, das ist mein Zuhause hier und wie du dich hier aufführst, das geht da gar nicht. Ja. Lass das mal sein. Ich schwanke da sehr und ich glaube, das ist auch das Gleiche so mit rechten Aussagen, mit Rassisten, mit Sexisten, whatever. Hast du da, ich frage allgemein in die Runde, gibt es Menschen, die vielleicht eine bessere Idee haben als ich, weil ich mir immer total unsicher bin, was ich damit machen soll. Wenn mir das selber passiert, dann versuche ich darauf aufmerksam zu machen und hoffe, dass andere Leute mir beistehen. Bei anderen Leuten weiß ich es nicht genau. Wenn ich das nur beobachte und die mich wirklich direkt dazu aufrufen, Hilfe, ich brauche hier jemanden, weiß ich immer nicht, was ich machen soll. Also weil ich hasse dieses irgendein dummer Tweet, den retweete ich jetzt, weil das irgendwie Klicks generiert. Das, ja. Verstehst du das? Ja, da kommt es sehr auf
die Art des Angriffs drauf an. Also bei einem typischen Toll, wo man vielleicht irgendwie merkt, das ist irgendwie ein 14-Jähriger, der halt irgendwelchen Schwachsinn schreibt, ignore, glaubt, fertig. Ja. Wenn sich tatsächlich, also muss man wirklich nach Bauchgefühl glaubt gehen. Also wenn es so ein bisschen gefährlich anhört und dann halt vielleicht auch ein bisschen Zeitraum geht, das ist, glaube ich, relativ wichtig dabei. Vielleicht tatsächlich dann anzeigen, also kommt auch die Härte der Gesangbus einfach dran. Gerade im Moment ist der große Problem, die Leute sich auch kennen, dass sich regelrecht eine Armee da irgendwie aufbaut, gezielt auf die Leute losgehen. Du meinst dieses Selbstwetter-Phänomen? Ja, auch. Also die Reaktion der Polizei war, naja, also Twitter hat uns jetzt zwar die Daten übermittelt, um die zur Anzeige zu bringen. Wir können die aber nicht öffnen, weil es sind ja private Daten und die sind encrypted. Und die Berliner Polizei ist nicht in der Lage, encryptete Daten, also Anhänge aufzumachen. Und deswegen wurde das Ganze halt mehr oder weniger auf Eis gelegt. Also das sind halt so Sachen, da bin ich mit Realitäten konfrontiert, wo ich mir ja, das ist bis jetzt schon auch sehr absurd an. Das ist tatsächlich so. Also hübscherei ist das, wie Nico eine Anzeige gemacht hat. Und die Polizei auch meinte, wir nehmen diese Anzeige auf, was er im Sozialen nicht. Also das macht nicht viel. Also die Anzeige läuft, aber die können, also die kriegen trotzdem dann vom Twitter durch die. Doch, die haben sogar die Daten gekriegt, aber sie konnten sie nicht öffnen. Sie konnten sie nicht annehmen und Twitter wollte die Daten geben, aber sie konnten, aber die Polizei konnte sie nicht annehmen, weil sie keine verschlüsselte Kommunikation hatten. Ach so. Ja. Ja, genau. Das ist alles ganz schön. Genau. Ja, da hat man irgendwie den Datenschutz, irgendwie den Schutz vor Stalking oder sowas, haben sich gegenseitig genullt oder so. Das ist halt auch ein sehr spezieller Fall, also prinzipiell anzeigen. Also, das ist ja dann einfach eine Form von Stalking. Aber weißt du, was ich meine? Inwiefern will ich Aufmerksamkeit generieren und inwiefern hilft diese Aufmerksamkeit dann auch Leuten, die halt diese Aufmerksamkeit dann auch nehmen? Also, ja, auch für Pflege wahrscheinlich. Ja. Auf Mikro durchgehen. Weil was ganz Pathetisches, kannst du nochmal zu Folie 15 springen? Ich fand das sehr schön, dass du dieses Jeremy Bentham Panopticon gebracht hast. Also ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber das ist das effizienteste Gefängnis der Welt. Weil die Gefangenen stehen quasi im Kreis, in mehreren Reihen und in der Mitte braucht es im Grunde nur eine Person, die alle Gefangenen überwacht. So. Und du hast es, darüber bin ich bei deinem Vortrag ein bisschen gestolpert, auf der nächsten Folie sagst du, in der Mitte ist die Welt und außen sind... In meiner Version ist Panopticon, also für diese Thematik, das setzt ein bisschen voraus, dass man zumindest für das Thema mal zum Beispiel Geheimdienste oder die Überwachung durch DLSA kurz ausblendet einfach. Und einfach dieses Modell als Metapher für die Überwachung der User durch die User selbst. Mhm. Das ist ja genau das nicht, was bei dem Panoptikum passiert. Das ist ein anderes Modell des Panoptikums. Foucault beschreibt das ja, dass es quasi eine Enthumanisierung des Gefängniswärters dann quasi nach sich zieht. Also andersrum gewendet dann. Und er geht ja vor allem, dass die Beobachtung nicht nach innen geht, sondern von innen nach außen. Das ist genau andersrum. Die Pfeile sind andersrum. Bei mir geht es ja eigentlich, also das ist jetzt eigentlich so weit, das ist meine Version des Panoptikums. Genau. Aber das ist, ja. Aber um es nochmal umzudrehen, meine Version ist nämlich die andere, wenn du auf die Folie zurückspringst und jetzt stellt euch vor, auf 16. Und jetzt stellt euch vor, die Pfeile gehen in die andere Richtung und das ist unsere Filterbubble. Und wir stehen da alle drin und wir schaffen uns quasi so unsere Promis, die in der Mitte stehen. Das ist zum Beispiel das Nerdcore-Blog. Oder das ist in meinem Fall Katrin Wessling, Social Media Dame aus Hamburg, die jeden Tag 35 Posts auf Facebook hackt. Und man hat diese Stars und man folgt denen gerne so aus dieser anonymen Masse heraus und guckt denen zu.
Und wenn die Probleme bekommen, dann greift man nicht ein. Und ich glaube, das ist genau das, was die Twitter-Dame aus der letzten Reihe vorhin gesagt hat. Also man steht ja auch darauf, in der Mitte zu stehen und die Prominenz zu sein und alle Augen sind auf einen gerichtet. Das Problem ist nur, man ist dadurch angreifbar durch diese anonyme Masse. Und wenn dann irgendwie ein Shitstorm kommt, dann landet der halt nicht irgendwo am Rand oder so, wie du das später dargestellt hast, sondern immer in der Mitte, so meiner Ansicht nach, wo die Prominenz halt ist. Und das Problem ist einfach, dass wir uns aus der Anonymität nicht heraustrauen, wie Kübler das auf der Republika gesagt hat. Immer wenn jemand was schlecht ist, dann wäschen wir ein bisschen, aber wenn da jemand was Gutes in der Mitte macht, dann haben wir nicht den Mut herauszutreten und zu sagen, das ist super und uns nicht dazu zu stellen. Und ich glaube, die Lösung dieser Person in der Mitte, die gebasht wird, muss nicht unbedingt sein, allen zu sagen, ey, bitte kommt, stellt euch zu mir in die Mitte, sondern dass wir von uns aus sagen, du machst eine gute Sache, ich stelle mich dazu. So. Also ich merke das bei mir jeden Tag auf Facebook so. Ich merke, dass jemand kommt mit einer AfDler in Konflikt oder so, aber like ich mal und kommentiere ich, ey, ich sehe das genauso wie du eigentlich eher nicht. Ich disse immer nur, wenn die AfD im Mittelpunkt steht, weil es mir leichter fällt zu dissen. Hm. Aber ich like nicht und ich zeige nicht das Gefühl. Vielleicht ist das die Lösung. So. Mehr Sachen gut finden. Genau. Da hinten ist eine Frage. Einfach Mikro durchgeben. Vielen Dank. Ich versuche mal ohne. Nee, aber gerne mit, dann ist der Sound besser. Also da du ja eine enge Verbindung gesetzt hast von Mimetik und Emotionen, wäre es vielleicht hilfreich, wenn du das mal erklärst, was die Bedeutung von Emotionen und Mimetik ist. Ich glaube, wenn du die Viralfähigkeit, die Themen der Viralfähigkeit zusammenfasst, was davon Fakten sind und was davon emotional besetzte Themen sind, dann ist ganz klar, dass Emotionen extrem ziehen. Und das wissen natürlich auch andere Medienarten, das wissen auch Printmedien, wenn sie wissen, dass sie auf eine Headline Fakten mit Emotionen vermischen. Ja, klar. So zocken uns die bla 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 ab oder so. Ja, also das wissen Medien ja seit Jahrzehnten. Und ich glaube, was in deinem Verständnis von der Medien im Netz Emotionen für eine Rolle spielt, das würde vielleicht helfen, wenn du das mal erklärst. Naja, die Emotionen haben sich jetzt nicht geändert, die ziehen. Also dass irgendwie Wut als mimetischer Effekt, dass er am besten funktioniert, das weiß die Bildzeitung irgendwie seit 50 Jahren. Das Netz hat es einfach nur einfacher gemacht. Ja. Und die Verbreitung geht einfach sehr viel schneller, erreicht mehr Leute und wird deshalb einfach lauter im Grunde. Und der Unterschied ist einfach Masse. Und es gibt jetzt keinen großen psychologischen Unterschied zu früher, oder den das Internet verändert hat. Ich glaube, ja, aber es ist ja eine Filterhilfe zu erkennen, warum ziehe ich jetzt darauf mehr ab und warum darauf nicht. Das ist eigentlich nur eine Emotion, das ist überhaupt kein Fakt. Ja. Das würde einem als User erhelfen, vielleicht in der Übung zu filtern, mit was für ein Shit geht mich ab und was nicht. Das ist überhaupt nicht zu sagen, sondern es ist jetzt nur eine Emotion. Also das ist ja, aber ja. Mir hilft das zumindest sozusagen ein bisschen zu filtern. Ja, dass man einfach auch so, deswegen Ignorance is Bliss, dass man einfach mal weghört. Frage? Ja. Und gern mit Mikro durchgeben? Ich würde noch mal zurückgehen zu dem, was von der ganzen Weile gesagt worden ist, mit diesen Profilbildern, die eine Empörung ausdrücken. Ich habe das, also gerade so bei Charlie Hebdo, das sehr stark und dann bei den anderen Anschlägen in Frankreich und dann gab es eben parallel die Anschläge in Bagdad und eine ganz kleine Empörung darüber, dass darüber ja gar niemand redet und dass das nicht funktioniert. Und ich hatte aber immer das Gefühl, ich mag da gar nicht bei mitmachen, weil mir das, es war so einfach und so kurzlebig. Plötzlich haben alle gesagt, ja, ich finde das ganz schrecklich. Wenn das hier in Berlin wäre, dann würden das die Berliner noch viel schrecklicher finden. Aber das ist so klar gewesen, dass man das schrecklich findet. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es viel bewegt, dass die Leute dann eben über diese Emotionen, dass sie einmal mitteilen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwo hinführt. Ich glaube, es gibt in dem Moment nicht, dass es irgendwo hinführen soll. Ich glaube, es ist tatsächlich eher das ist eine Gruppenkommunikation. Das ist einfach, dass man irgendwo zusammensteht und wir stehen das jetzt zusammen durch, das ändern wir jetzt alle unser Profilbild und wer alles wird gut irgendwie, keine Ahnung. Ja.
Also ich glaub nicht, dass es wirklich einen Zweck hat oder dass du irgendwas verändern will in der Situation. Ist es mehr so, ich will Teil einer Jugendbewegung sein? So? Ja. Also ich möchte dabei sein, ich möchte irgendwie... Ja. Da geht es um Gruppenzugehörigkeit. Teile eure Meinung, das halt auch mitteilen zu dürfen. Und hey, endlich gehöre ich irgendwo dazu. Also jetzt nicht nur, da sind ja ganz viele, die zu vielen Sachen dazugehören. Mhm. Aber das ist irgendwie einfach, dass man denkt, der teilt jetzt ein ähnliches Gefühl. Und das ist natürlich schon eine menschliche, aber auch natürlich nicht nur menschlich, aber eine Gruppenzugehörigkeit, die schon absolut, ja, das erklärt halt auch, warum natürlich mit Westeuropa, Anschläge in Westeuropa, dass da eher die Profilbildung geändert wird, als wenn jetzt wieder was in Bagdad umgeht. Es geht halt auch ganz konkret um geografische Nähe. Um einfach um diese Zugehörigkeit zur Gruppe. Ja, weil die geografische Nähe der Filterblase, als halt diese grüne Revolution halt in Kairo, Ägypten und so, hat man ja schon gemerkt, dass sehr viel auch gesucht wurde, hey, wie kriege ich da direkt einen Kontakt? Also auf Twitter ist sehr, sehr viel passiert zu der Zeit. Das heißt, die Leute haben gesagt, wo kriege ich authentische, ehrliche Berichte her aus dieser Area? Also, dass da nochmal irgendwie gesagt wurde, hey, hier ist ein Anlaufpunkt. Oder irgendwie, dass man über Hashtags irgendwie nach den Anschlägen in Paris hat gesagt, hey, wo ganz viele Leute geteilt haben, hier könnt ihr Unterkunft bekommen. So, dass natürlich dann auch, ey, Leute natürlich dabei, weil die wissen, ich kenne niemanden in Paris oder so, aber irgendwie über vielleicht Media, aber zu sagen, hey, ich solidarisiere mich damit. Hm? Ja. Ja, aber es ist eben wirklich nur dieses Solidarisieren. Und das andere ist eine Organisationsebene, also gerade so in diesem Flüchtlingsbereich habe ich gemerkt, sind die sozialen Medien, die kann man benutzen, um sich zu organisieren und zu machen, aber Die wirklichen Emotionen, also positive Emotionen mit der Flüchtlingsarbeit zu verbinden, die sind immer nur entstanden, da bei der Beobachtung nach, da wo auch wirkliche Berührungen mit Flüchtlingen stattgefunden sind und nicht, indem man sich auf Facebook darüber unterhalten hat, wie toll das alles ist. Also dieses echte Verständnis und Angst verliert war immer nur dort vorhanden, wo es auch echte Begegnungen gab. Ja, das glaube ich sofort. Also haben wir ja gerade schon erwähnt, also da geht es tatsächlich um den Ausdruck einer Gruppenzugehörigkeit. Also es ist ein kommunikativer Vorhang. Sehr oberflächlich, ja. So ist halt das noch nicht. Mami? Ja, gerne. Mikro verbindet. Ja, ich wollte eigentlich schon denken was sagen, aber das Witzige ist, dass es sich eigentlich genau auf deine Frage der Toni bezieht. Und zwar eigentlich so eine Ergänzung ein bisschen, also so eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe, über dieses, wie sind jetzt alle so betroffen, ist es in Paris was passiert. Das geht irgendwie so in Wellen durch das Netz. Also es passiert was bei uns in der Nähe, alle sind betroffen, alle am nächsten Tag sind alle Flugbilder auf, wir sind so betroffen. Dann am Tag drauf kommt irgendjemand auf die Idee zu sagen, aber Sauerei, warum seid ihr denn alle betroffen, dass in Paris was passiert? Ist es ja vorgestern in sonst wo was passiert? Also seid doch gefälligst dort jetzt betroffen, okay? Dann geht so die nächste Welle, schwappt über, dann wird da diskutiert, ja, eigentlich sollten wir da eigentlich auch betroffen sein und dann wird das irgendwie noch weiter diskutiert, am Tag drauf ist es dann we love you all oder irgendwas, dass wir generell betroffen sind oder, also, und das habe ich wirklich überall schon beobachtet, also da geht ein totes Kind durch die Medien oder durch Facebook und zuerst sind halt alles betroffen und teilen dieses Kind und am nächsten Tag heißt es, wie pietätlos ist, das Kind darf man nicht teilen. Und ich habe so das Gefühl, jeder, der was zu sagen hat, also sagen wir, jeder, der das Gefühl hat, er möchte sich da irgendwie positionieren, der muss dann irgendwie Position angreifen. Also es gibt dann, und ich glaube, das hat auch mit deiner Realitätsverzerrung zu tun. Ich meine, die meisten sind ja sowieso betroffen und dass dort und da und da und da was passiert, würden sich aber jetzt vielleicht nicht äußern, aber sie fühlen sich irgendwie gezwungen. Ich muss entweder sagen, ich bin hier betroffen, oder ich muss dann sagen, Frechheit, ich bin eigentlich hier noch viel mehr betroffen. Also irgendwo muss man da Stellung nehmen, habe ich gesagt. Das ist genau das Stichwort, irgendwo muss man Stellung nehmen. Ich würde das eher einsortieren unter einer Ritualisierung. Das betrifft im Grunde alle Meldungen, ja, oder ja, die größeren, das betrifft auch irgendwelche toten Celebrities oder Popstars oder so. Das ist auch, das heißt die große Betroffenheit.
Und dann melden sich auf einmal die Leute sowas, ja, ach, ihr mit euren SaaS, wenn ich sterbe, ich habe überhaupt keinen Bezug zu. Und jeder spielt da im Grunde tatsächlich seine Rolle. Ja. Am Anfang sind erstmal die Leute, die betroffen sind und die dann ihre Bildchen austauschen und sowas. Und wie du gerade gesagt hast, dann kommen die Leute, die das genau wieder kritisieren, so, ja, das ist ja oberflächlich und irgendwie, und das passiert ja auch irgendwas und so. Und da haben sich wirklich Rituale im Laufe der Zeit herausgebildet, in denen der Einzelne nicht jede Stelle des Rituals durchläuft sozusagen. Also ich bin jetzt nicht heute betroffen und morgen kritisiere ich das, sondern unterschiedliche Nutzer nehmen da einfach unterschiedliche Rollen ein. Also ich kenne zum Beispiel einen, den kenne ich aus dem Internet, schon sehr gerne im Grunde. Und der ist immer sehr, sehr, sehr kritisch, gerade bei solchen Betroffenheitsgeschichten, wenn irgendjemand verstirbt oder so. Der hat einfach seine Rolle in diesem Ritual schon seit Jahren eingenommen als der Kritiker des Betroffenheitsinternets. Das hat sich sehr konkret ausgebildet, das muss man auch mal genau ausarbeiten, glaube ich. Also, welche Station ist denn? Ich glaube aber, dass sich die ganz viele auch überhaupt gar nicht beteiligen. Also dass es immer so wirkt, als würden alle mitmachen. Das ganze Internet würde plötzlich Betroffenheit signalisiert oder das kritisiert. Also das empfinde ich gar nicht so, den Treibung, den ich wirklich nicht bewege, sondern was ich da immer sehe, sind auch da wieder die Medien, die es schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gibt. Und was jetzt neu ist, ist, dass die Menschen das dann eben natürlich kritisieren. Aber dass eine geografische Nähe schon immer eine Rolle gespielt hat und dass man natürlich bei dem Anschlag in Paris dadurch, dass man näher dran ist, anders betroffen ist, als wenn es am Ende der Welt passiert, das ist schon immer so. Und jetzt wird es eben dann immer kritisiert und ewig weitergedreht. Aber ganz viele sind dann, glaube ich, trotzdem in dieser Mitte und halten sich da raus. Also, Schade. Und auch da, der Leserbriefschreiber früher. Die sich aufregen, schicken den Leserbrief oder die was ganz, ganz toll finden, melden sich zu Wort. Die keine Meinung haben, die lassen es sein. Also, auch das gibt es schon immer. Okay. Fred hat eine Frage. Also ich meine auch so ein bisschen immer, dass Blogs derartig tot sind inzwischen, weil es gibt natürlich immer die Möglichkeit der Differenzierung innerhalb dieser. Also wir haben quasi die Anschläge von Charlie Hebdo, danach haben wir quasi eine Debatte darüber, was ist Charlie Hebdo, danach haben wir eine Debatte darüber, sind die Karikaturen, die Charlie Hebdo da über Tobira gemacht hat, quasi, sind die rassistisch oder fremdfeindlich in irgendeiner Art. Danach haben wir eine Debatte darüber, wie sieht es in Frankreich eigentlich aus, wie arbeiten die eigentlich. Und dann ist es, erst dann ist das Thema, hat sich das Thema quasi geändert. Und dafür, dass wir so unfassbar viele Nutzer im Internet haben, die sich mit solchen Themen eigentlich auskennen, die dazu auch Essentielles zu beitragen zu haben, ist natürlich eine Schande, dass es nach wie vor Leute, die, sagen wir mal, wegen besonderem Hass hervorgegriffen Jens Jessen sind, die dann uns dann die Welt erklären. Weil das wäre natürlich eine echte Chance, wenn man diese Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Umstand, also die Katastrophe quasi dann nochmal wendet und nochmal verschiedene Perspektiven hat. Aber das passiert halt mit diesem Instant-Internet halt dann gar nicht mehr, leider. Das war jetzt keine Frage. Ja, ich muss da trotzdem noch was zu sagen. Das ist einfach vielleicht auch so diese Schattenseite dieser Ritualisierung. Ich werde wirklich. diese Ritualisierung, dass sie wirklich fast wie ein Programm im Grunde abgehakt wird. Im Grunde. Dadurch, dass man bestimmte Meinungen zu ganz bestimmten Zeitpunkten einfach immer abrufen kann. Also, keine Ahnung, Prince stirbt und es dauert ungefähr 24 Stunden und weiß ich ganz genau, auf Twitter wird jetzt irgendjemand kommen, der sagt so, jetzt halt doch mal die Schnauze. Ja. Es ist vielleicht dabei auch relativ egal, wer das ist. Irgendeiner wird schon sagen, dann wird das einfach weitergekaut. Das muss man vielleicht mal genau untersuchen, welche Zeiträume es sind und wie das dann auch funktioniert. Aber ja, und das verhindert in der Tat vielleicht eine genaue Betrachtung der Katastrophe, die du gerade gesagt hast. Ja, ich habe das Mikrofon gerade. Und das ist schön. Mein Beitrag ist eigentlich schon wieder ein bisschen jetzt nicht mehr ganz zum Thema.
Aber was mir noch immer so ein bisschen auffällt, ist, dass diese Wellen, dass man neue Schübe bekommen, das hängt, glaube ich, ganz zusammen, dass halt im Internet immer diese verzerrte Welt dargestellt wird, durch die Leute, die halt irgendwie so ein Mitteilungsbedürfnis haben und sich schnell für irgendwas einnehmen lassen. Und dann denkt man immer, aber auf der Straße sieht es doch gar nicht so aus. Und dann kommt man dieser Vergleich mit der Realität und dann, was man bei Facebook sieht, denkt sich, solche Leute, sowas kann es doch eigentlich gar nicht geben, weil sie was schreiben. Und dann regt man sich wieder darüber auf und das erzeugt wieder so eine Unruhe irgendwie, die dann so irgendjemand dazu bringt, was zu schreiben, das kann doch nicht sein. Und dann kommt man in diese neuen Wellen, immer wenn man das nicht glauben möchte, dass es so ist. Ja, ich neulich hatte ich ein geiles Gespräch mit meinem Nachbarn, der war irgendwie, der war ein Jahr in Japan, war ein halbes Jahr. Und der kam irgendwie das war schon eher her, der kam dann so im Dezember letzten Jahres, kam er zurück. Und er hat diese ganze Aufregung und das Flüchtlingsdrama hier und der Abschied der AfD und sowas, das hat er alles gar nicht so richtig mitbekommen. Ja. Und er hat dann natürlich dann mit seiner Freundin dann irgendwie über das Internet und hat das ja trotzdem irgendwie mitgebracht. Und er hat echt gedacht, er kommt jetzt hier zurück und hier ist Bürgerkrieg oder nicht. Und dann werden irgendwelche Barrikaden auf den Straßen, keine Ahnung. Und dann kommt er zurück und war, naja, vielleicht nicht sehr überrascht, aber relativ überrascht, dass hier eigentlich relativ friedlich ist. Und das ist im Grunde genau das, was du da sagst. Ja, man kann auch einfach viel ignorieren, wenn man einfach nicht. So nach einer Woche ist das sowieso wieder vorbei, irgendeine Aufregung, dann kommt die nächste. Ja. Und also vieles läuft einfach im Cyberspace und wird dann vielleicht irgendwann dann übernommen von Leuten, von Politikern, die dann dazu was sagen. Aber dann ist es meistens schon wieder vorbei. Ja. Gibt es noch Fragen? Du hast gerade gezuckt. Hier hinten? Können wir noch einmal das Mikro durchreichen? Kann man nicht mal mehr zucken oder was? Hallo. Ich wollte nur fragen, wie du zu dem Phänomen WhatsApp stehst. Also, du hast dir so eine Art Periodisierung so der Internetgeschichte vorgestellt, dass es früher so ein eher aufs Individuum konzentrierte Nutzung gab mit YouTube und so weiter und jetzt alles stärker vernetzt und sozial sei. Aber es ist ja so, dass dieser Service WhatsApp unheimlich erfolgreich ist und der ist ja dadurch gekennzeichnet, dass es eben nicht mehr öffentlich ist. Ja, also man hat ja so einzelne Gruppen und eigentlich ist es ja so eine Art Imprint der SMS. Aber es gibt wohl mehr WhatsApp-Nachrichten als SMS mittlerweile, hat mir gezählt. So, und das heißt ja, das ist so eine Art Rückzug in kleine Gruppen. Und das privat ist, nicht? Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich finde das Beispiel ja ganz instruktiv, dass das ja kein weltbewegendes Thema ist, ne? Sondern offensichtlich ein Spezialthema. Über, wenn ich das recht verstehe, zwei iPhones. Und das ist das neue iPhone, das gibt es in schwarz. Ja, also schwarz, Jet Lag und Lag. Jedenfalls. Genau, also es stimmt das denn so, wie du sagst, dass man das Internet immer mehr aus Social Media besteht? So habe ich jedenfalls deinen Vortrag verstanden. Oder ist das nur so ein Nebenaspekt? Ich meine, sind nicht eher diese Panoptikon, ist ja da in der Mitte die Welt oder so und außenrum scheint diese gesamte soziale Sphäre zu sein oder so. Sind das nicht eigentlich in Wirklichkeit eher kleine Nischen, in denen irgendwelche Gruppen, psychologischen Prozesse stattfinden, die es eigentlich auch in nicht digitaler Kommunikation genauso gäbe. Ja, das ist das stimmt wahrscheinlich. Aber die Idee, die ich aufgreife, das, also hier habe ich jetzt mal das Bild angeguckt, es gibt 900 Millionen WhatsApp-Gruppen, also das ist fast eine Milliarde, das ist nur eine Bank. ja, das ist ein Mikronetzwerk würde ich das jetzt mal spontan einfach nennen. Und das nimmt viel von diesem mimischen Effekt und das löst so diesen Viraleffekt so ein bisschen auf. Also kommt das aus einer der Lösungen, das meint sich so ein bisschen mit Snapchat und wie hat es genannt? Ein flüchtiges Web. Ja. Also ein letztes nicht mehr so richtig aus Archiven bestehen, wo ich dann irgendwie 10 Jahre lang in die Vergangenheit gehen kann und kann genau sehen, was du früher für ein Schaffen gefüttert hast. Sondern das ist nur in diesem Moment eine Kommunikation mit 20 Leuten und die interessiert in 3 Tagen niemanden. Ja. Und
ja, in diese Richtung geht. Das ist tatsächlich eine der Lösungen, die ich ja, daran anschließend, also ich fand diesen Einwurf sehr, sehr richtig und sehr, sehr gut. Man könnte fast sagen, dass die Öffentlichkeit, das, was wir so als Netzöffentlichkeit wahrnehmen, das ist, was auf Twitter öffentlich passiert und was auf Facebook öffentlich passiert, vielleicht nur ein Spezialfall einer sehr, sehr großen Gruppe ist, die miteinander kommuniziert. Und zum Beispiel Facebook hat halt tatsächlich, auch Facebook selber hat ja diese Gruppen, ne? Also diese Gruppen zum untereinander kommunizieren, die man auch schützen kann gegenüber Öffentlichkeit. Und tatsächlich geht ein Großteil der rassistischen Hetze, die zurück in der AfD und so weiter und so fort, und Pegida und so weiter und so fort macht, geht in diesen geschützten Gruppen los. Und davon gibt es Hunderttausende, die haben halt mehrere Zehntausend Mitglieder. Und die sind totale Echo-Chambers, komplett abgeschottet von der Welt, die halt nur auf ihre eigenen Beiträge hören und die nur ihre eigenen Narrative produzieren und nur zu ihren eigenen Sachen sprechen. Ich kenne Leute, die sich da halt einfach sozusagen so undercover da reingegeben haben und das halt so ein bisschen mittracken, was da passiert. Ich glaube, in der Zeit, glaube ich. Es gab auch einen Artikel darüber in der Zeit noch. Also, und das Gleiche gilt halt eben für WhatsApp, das ist, glaube ich, auch genauso strukturiert. Das heißt also, ich glaube, das, was wir, also ich glaube, da sind du und ich, wir sind da auch so ein bisschen Spezialfälle, weil wir halt Teil der Netzöffentlichkeit sind. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Netzöffentlichkeit tatsächlich nur der Spitze des Eisbergs ist, was im Internet passiert und dass wir gar keinen Zugang zu dem haben, was dort passiert. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie eine Lösung zu irgendwas ist, sondern ich glaube fast eher, ich würde fast eher sagen, dass die abgeschlossenen Gruppen, in denen sich sozusagen der Hass gegenseitig immer weiter beschleunigen können, also so als gegenseitiger Brandbeschleuniger, ich glaube, das ist eher ein Problem oder ein zusätzliches Problem, als dass es eine Lösung für irgendwas ist. Das hört sich logisch an. Schau nochmal in die Runde. Ansonsten würde ich sagen, also ich fand es super interessant. Ganz herzlichen Dank, René. Danke.